So, gute Laune zusammen und herzlich willkommen zurück, liebe Retro-Freunde, liebe Adventure-Freunde, zum nächsten Teil von Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Ja, heute geht's wieder weiter, ne? Wer hätte das gedacht? Okay, ja, was bis jetzt geschah, ne? Wir waren im letzten Teil, sind wir nach Fat Island gegangen, gefahren mit Captain Dredd. Wir waren im Knast, wir haben illegales Glücksspiel betrieben. Ah, wir waren in der Bibliothek, haben jede Menge Bücher gelesen. Also wirklich interessant. Und dann am Ende waren wir auf auf Elaine Marleys Faschingsfete. Da haben wir das erste Kartenstück gefunden. Aber da gab es einige Probleme und das ist jetzt von der Möwe geklaut worden, ne? Ihr erinnert euch. Und jetzt gehen wir wieder rein und machen da weiter, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal. Also, los geht's. So, gut, da sind wir wieder an den Klippen. Da hat uns ja die Möwe beim letzten Mal das Stück, das erste Kartenstück geklaut. Ne? Und die müssen wir jetzt... Ja, die Möwe, haben wir gesehen, ist dann zum großen Baum geflogen. Und ich würde sagen, da gehen wir, jetzt auch mal hin. Ne? Der große Baum auf... Schmili Island, wollte ich wieder sagen, wo sind wir denn jetzt hier? Auf Booty Island, genau da. Groß, wir sind hier unten an der Klippe und da oben ist der große Baum, da müssen wir hin. So. Okay. Ja, die Möwe, die hat uns beim letzten Mal das Stück Karte geklaut. Ne? So, da sind wir ja. So, da sind so Löcher. Ne? Ja. Die haben hier aber große Spechte. Ja, okay, hier ist das Toilettenhäuschen. Keine Ahnung, wer das braucht. Zack. Benutze Toilette. Nein, danke. Okay, also kein Papier mehr da, ja. Also auf Toilette müssen wir nicht. So, wir müssen jetzt hier eben mal auf diese Planke klettern. Und dann können wir hier das Ruder benutzen. Zack. Und dann können wir hier hochklettern. Paff, aber zuerst knallen wir mal runter. Oh wei. Der arme Guybrush ist bewusstlos geworden. Was passiert jetzt? Jetzt kommt was. Aua! Das tut vielleicht weh. Einen Augenblick mal. Irgendwas Seltsames geht hier vor. Fummeln Sie nicht an Ihrem Monitor rum. Papi! Mami! Was macht ihr zwei denn hier? Wir suchen dich. Wo hast du hier steckt? Ihr sucht mich? Ich denke, ihr habt mich verlassen. Warum sollten wir? Wir lieben dich doch. Wir sind doch zwei liebende Eltern. Ja, das sind wir. Also, was wollt ihr jetzt? Wir haben eine Information für dich, Sohn. Wirklich? Prima. Welche? Nun, wir geben sie dir in Form eines kleinen Liedchens. Oh, na gut. Oh, wie jetzt geht es los hier. Dam-da-dam-da-dam. Jetzt singen die beiden gleich. Pass auf. Ich versuch das mal mitzusingen. Ich kann aber nicht singen gut. Der Brustknochen hängt am. Brustknochen. Der Beinknochen hängt am. Hüftknochen. Der Hüftknochen hängt am. Kopfknochen. Ja. Was für ein Schauspiel. Der Kopfknochen hängt am Brustknochen. Der Brustknochen hängt am Beinknochen. Der Beinknochen hängt am Armknochen. Ja, fantastisches Liedchen, nicht? Hey, die sind ja richtig gut. Aha. Der Armknochen hängt am Kopfknochen. Der Kopfknochen hängt am Brustknochen. Der Brustknochen hängt am Beinknochen. Ja. Ich mache das so gut, wie ich kann. Ich muss das unbedingt mitschreiben. Ja, Guybrush macht sich Notizen, das ist hervorragend. Der Beinknochen hängt am Hüftknochen. Der Hüftknochen hängt am Armknochen. Der Armknochen hängt am Kopfknochen. Ja, also das ist am Ende für das Arm hängt am Kopfknochen. Gut. Kreisch. Was ist los? Was stimmt nicht? Warum habt ihr mich schon wieder verlassen?
Wow. So, okay, da ist LeChuck. LeChuck! Aber ich hab dich getötet. Du hast mich nicht getötet, kleiner Dummkopf. Ich war schon ein Geist, als du mich trafst. Du hast nur mein spirituelles Abbild zerstört. Ah, so, okay. Was für ein Traum war das denn? Uff, was für ein Traum. Genau, Guybrush. So, jetzt nehmen wir uns das gebrochene Ruder mit. Das brauchen wir nämlich, das müssen wir reparieren. Und die Planke nehmen wir uns auch mit, damit die keiner klaut. So. Nicht, dass hier noch ein Kleptomane wie Guybrush unterwegs ist, ne? So, jetzt gehen wir mal zu Captain Dreads Schiff. Jetzt müssen wir nämlich wieder zurück nach Scap Island, um erstmal die Planke reparieren zu lassen. Ja, es sitzt ein bisschen hin und her wieder, ne? Ihr kennt das ja schon. Wo willst du hin, Mann? Aha, okay. Wir fahren nach Scap Island. So, ja, der Captain Dread, der ist, wie ihr seht, also ein hervorragender Navigator. Ja, man muss ja auch immer gegen den Wind kreuzen und die Wetterbedingungen berücksichtigen, ne? Also, er hat da eine kreative Kursfindung. Das ist hervorragend. So, Vorsicht. Richtig abbiegen. Jetzt hat er die Schaft. Bums. Da sind wir. So, zurück in Woodtick. Jetzt müssen wir nämlich erstmal hier zum Schreiner gehen. Der muss uns das Ding da reparieren. Da ist er schon. Rede mit Schreiner. Ja. Lago Galagrand wird sie nie wieder belästigen. Ja, ich hörte, Marty hat ihn ein paar Nadeln in seine Unterwäsche gesteckt oder sowas. In jedem Fall ist er aus der Stadt. Nein, ich war das. Du? Was machst du mit Lagos Unterwäsche? Also das, ach, was soll's. So. Nette Schürze. Sind Sie ein Koch? Nein, ich bin ein Zimmermann. Was mir ebenfalls eine gute Ausrede gibt, seltsame Sachen zu tragen. Ich schaue mich mal ein wenig um. Ja, aber sicher. So, jetzt muss man ihm das kaputte Ruder geben. Entschuldigung, was halten Sie davon? Jetzt kommt der Fachmann. Sieht aus wie ein böser Bruch. Wenn du das benutzen willst, muss ich es ziemlich verstärken. Aha, jetzt hau da drauf auf die Trompete. Hier ist es, Junge. Stahlstifte, Aluminiumsplinte. Besser als neu. Ah, super, hat geklappt. Da ist es. Zusammengepflegt. Gut, dann können wir jetzt ja wieder gehen. Aber da wir schon gerade hier sind, eine Sache müssen wir hier auch noch erledigen. Und zwar, wir brauchen noch Hammer und Nägel. Und dafür müssen wir jetzt also. Ja, es ist jetzt etwas hart für zart Beseitete. Bitte weggucken. Wir sägen jetzt hier den Piraten das Holzbein ab. Dann ruft er nämlich den Schreiner. Der muss ihm dann nämlich ein neues setzen. Das ist jetzt etwas gemein, aber so ist das hier in dem Spiel halt. Klack, klack, weg damit. Wir müssen nämlich den Hammer und die Nägel noch klauen. So, und jetzt, wenn wir jetzt wieder weg sind, dann wird er nämlich wach und erschreckt sich fürchterlich. Ah, mein Bein, Hilfe! Jemand muss einen Doktor holen. Oh nein, alle sind schockiert. Aber jetzt ist natürlich, ja, der Doktor ist natürlich der Zimmermann. Bei Holzbeinen ist der Zimmermann quasi der zuständige Arzt. Und jetzt können wir hier in die Hütte reingehen. Und jetzt können wir uns nämlich hier die Nägel und den Hammer mitnehmen. Ja, ist alles etwas kompliziert bei Monkey Island, aber ihr kennt das schon, ne? Muss immer ein bisschen hin und her gehen. So, okay. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich glaube, jetzt müsste er wieder. Eigentlich das Bein wieder dran haben, ne? Ja, jetzt hat das Bein wieder dran. Der Zimmermann hat das Bein nämlich repariert jetzt. Ja, hat geklappt, wunderbar. Ja, die Nägel, ihr fragt euch sicherlich, wofür brauchen wir die Nägel und den Hammer? Ja, das ist aber auch ganz einfach, das wird sich dann, keine Sorge, das sehen wir dann. So, jetzt ist der Zimmermann nämlich wieder da, ne? Da ist er, ja. Gut. Sonst konnten wir hier, glaube ich, nichts nehmen. Schöne, stabile Arbeitsplatte. Alles liegt genauso, wie ich es brauche. Okay. Ja. Nee.
Und zwar hier nichts zu Kläue. Geilbrasch, du alter Kleptomane. So. Ja. Nee, wir haben alles. Wir haben alles. Hier war nichts mehr. Gut. Okay, dann haben wir jetzt noch Hammer und Nägel. Dann können wir jetzt weitergehen. Ja. Also ihr merkt, dass hier alles ist doch sehr, sehr kompliziert. Dreads Schiff. Dann fahren wir mal los. Wo willst du hin, Mann? Der Captain Dread, der Ruster, Captain. Dann auf nach Booty Island. So, diesmal ging es schneller, Gott sei Dank. Wir müssen ja hier... Wir dürfen ja nicht vergessen, wir wollten ja tatsächlich das Kartenstück holen. So. Jetzt haben wir das Blanke auf jeden Fall und das reparierte Ruder, das jetzt alles aushält. Zack. Mit Dingens. So, und jetzt ist hier etwas Geduld und Spucke gefragt. Ja, ich glaube, Guybrush macht es gleich schon ganz alleine. So. Also so geht das. Ja, er hat's raus. Ganze Weile später. So. Als erstes wird hier oben natürlich wieder. Wer könnte sich anders. Wer könnte sich denken. Ich kann nichts Besonderes daran erkennen. Aber wir nehmen es trotzdem mit. Wir müssen das Teleskop nämlich mitnehmen. Das braucht man nämlich für nachher noch. Für zweite Kartenstück. Aber ja, so. Und da ist die Möwe auf dem Haufen voller Karten. Das sind Hunderte und Hunderte von Karten. Ja, aber wer findet immer die Sachen von Elaine? Das ist verrückt. Aber es könnte klappen. Der gute Wauzi Guybrush, der findet doch immer alles. Der Aktensuchhund ist das. Hallo, kleiner Guybrush? Da ist er. Guter Junge. Jetzt auf nach Hause. Ja, das ist der Aktensuchhund. So einen haben wir auch im Büro, wenn mal Akten verschwunden sind. Das hier ist ein guter Hund. Sehr gut. Ich habe mein erstes Kartenstück. Ich weiß, wen es nicht freuen wird. Da ist es, ne? Gut. Okay, gehe zu Boden. Zack. Ja, jetzt haben wir das erste Kartenstück geklaut. Super, das ist ja klasse. Wie machen wir jetzt weiter? Dann lass uns erst nochmal nach Booty Island gehen. Wir könnten jetzt... wir haben ja die Einladung zu Captain Marleys Geburtstagsfeier. Faschingsfete haben wir ja. Da könnten wir eigentlich mal... Ja, oder wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir gehen erstmal zu Stan. Holen wir uns das zweite Kartenstück, holen wir uns jetzt auch direkt. Howdy! Willkommen bei Stans leicht gebrauchten Särgen. Wir versorgen die Toten für wenig Banknoten. Wonach suchen Sie, mein Herr? Soll es eine Urne sein für Großmutter Schrein? Hält dich die Suche auf Trab für ein neues Familiengrab? Sie haben Glück. Sehen Sie sich all diese hervorragenden Objekte an. Noch nie von einer lebenden Seele berührt. Die meisten nur wenige Stunden benutzt. Zu früh beerdigt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also schießen Sie los oder sind Sie farbenblind. Bei Fällen... Oh Gott, ja, auf jeden Fall sind Sie hier. Gut, der schreit noch genauso schnell wie im ersten Teil. Ich suche einen guten gebrauchten Sarg. Erstaunlich. Als ich sie gerade reinkommen sah, dachte ich, das ist jemand, der einen guten gebrauchten Sarg braucht. Ich habe da ein perfektes Angebot gleich hinter Ihnen. Aha. Werfen wir doch mal einen Blick drauf. Ja, das denn, der redet immer noch genauso schnell. Also, dieser hier ist der Mercedes unter den Särgen. Sehen Sie nur die Beinfreiheit. Da wäre sogar Platz für Long John Silver. Hier, ich zeige Ihnen das mal. So, Bums, pass auf. Also, ja, bla bla bla. Mensch, Stan, klapper nicht die ganze Zeit. So, jetzt schließen wir das Ding. Klabums. Hau der Mull. Na, der ist nicht... Ich wollte Ihnen noch diese kleine Werbetaschen... dieses kleine Werbetaschentuch geben. Meine Art zu sagen, ja, also, wo waren wir? Ja, also, der ist wirklich... Im ersten Teil hat er schon viel geplappert, aber... Im zweiten Teil plappert er noch mehr und jetzt wird er hier reingenagelt, damit er uns nicht mehr nervt. So. Wir nehmen alles. Boah. Ach, krieg ich einen Knoten in der Zunge. Zack, wir klauen uns den Schlüssel.
Hey, der Deckel klemmt. Ja, das wissen wir. So, ping. Ich bin sofort bei Ihnen. So, die Glocke, können wir die mitnehmen? Die kann ich nicht mitnehmen. Nee, okay. So, also der hat ja wirklich wieder geplappert wie ein Wasserfall. So, mach's gut, Stan. Bis zum nächsten Teil. Hallo. Schnell, ja. Jetzt haben wir den Gruftschlüssel. Den brauchen wir nämlich dringend, um, ihr werdet es gleich sehen. So, yo, wo geht's hin, Mann? Oh, boah, ist das anstrengend heute. So, Scap Island. Fat Island Booty Island. Wo wollen wir denn jetzt mal hin? Oh, jetzt kommt erstmal Zwischensequenz. Tief in Lichucks Festung. Lichuck, Sir. Ich muss bedauerlicherweise mitteilen, dass Guybrush eines der Kartenstücke gefunden hat. Du wirst viel mehr bedauern, was passiert, wenn er noch eins findet. Halte ihn um jeden Preis auf. Pass aber auf. Ich will ihn lebend. Jawohl, Sir. Crottin. So, okay. Ja, ich wusste gar nicht, dass hier so viel Text in dem Adventure ist. So. Jetzt benutzen wir erstmal das Foto von Kate hier. Die das ist natürlich jetzt gemein und fies, ne? Das war ja der Flyer, den sie uns gegeben hat. So. Oh oh. Wir brauchen ja den beinahe herum von der Kate. So. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Entschuldigung. Sind Sie nicht Guybrush Threepwood? Nein, mein Name ist Kate Capsize. Sie müssen mich mit jemand verwechseln. Kate, wie? Das ist ein sehr ungewöhnlicher Name. Vielleicht haben Sie einen Ausweis dabei? Mein Ausweis ist auf dem Schiff. Warten Sie, ich hole ihn schnell. Ein netter Versuch, Mr. Threepwood. Ich weiß nicht, wie Sie ausgebrochen sind, aber ich bringe Sie zurück. Ja, das war jetzt leider nicht so nett, aber egal. Wir brauchen ja den Rum. Okay, ich würde sagen, ja, bevor wir jetzt nach Scap Island zurück sind, bleiben wir noch mal kurz auf Fat Island. Wir müssen uns nämlich nur eine Sache aneignen hier. Und zwar ist hier dieser Leuchtturm, dieses Modell, und da ist eine Linse drin. Ihr könnt euch sicherlich denken, pscht, für wen wir das brauchen. Zack. So. Oh, es klemmt. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Okay, also zumachen können wir nicht mehr. Die arme Kate, die ist jetzt ungerechtfertigterweise im Knast, aber das ist nicht schlimm. Die holen wir auch sofort wieder raus. Wir sind ja keine Unmenschen. So. Dann, da ist sie ja auch schon. Ich finde schon einen Weg hier raus. So, okay, da sind die Umschläge. Ah, ne, das war ja der... Wer war das denn? War das der hier? War das der Umschlag? Nee, der war das auch nicht. Der ist auch leer. Das hier ist er, ne? Ist das der? Zack. Da ist noch ein Umschlag. Das müsste sein. Da müsste... Ja. Hey, da ist ja etwas beinahe Grog drin. Das brauchen wir auch noch so. Okay, wir machen jetzt hier... Wer ist überhaupt dieser Peepwind? Idioten. Die ist am Schimpfen. Zack. Hey. Oha. Ich kann das erklären. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Entschuldige, wenn ich nicht bleibe. Aber ich muss den Kerl finden, der mich hier reingebracht hat. Oh. Ja, sie hat keine Ahnung. Das ist schon mal gut. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt auf jeden Fall den beinahe Grog haben. Das ist schon mal gut. So, okay. Jetzt aber ab nach Scap Island. Wir müssen ja noch was erledigen. So, okay. Als allererstes werden wir jetzt mal Folgendes machen. Ja, wir gehen jetzt erst nochmal hier in die blutige Lippe. Aber zuerst geben wir dem Wally das, sein neues Ersatzmonokel, der arme Kerl, damit der nicht noch länger gequält wird. Wo ist das Ding? Ah, das wird funktionieren, danke. So, jetzt kann er nämlich wieder malen, der Kleine. Ja, das war ja gemein, dass wir dem das geklaut haben. Also das mussten wir wieder gut machen. Jetzt gehen wir mal hier in die blutige Lippe und bestellen uns mal ein paar Drinks. So, da ist er.
Barkeeper. Hat er schon mitgekriegt, dass wir uns rausgestohlen haben? Du solltest doch eigentlich kochen. Ich musste mal aufs Klo. Keine Angst, ich habe mir die Hände gewaschen. Netter Versuch. Aber leider nicht gut genug. Du bist gefeuert. Jetzt hat er uns auch klar. Okay, Entschuldigung. Ja, Junge. Ein Grog, bitte. Du, ich muss deinen Ausweis sehen. Reicht Ihnen auch mein vorläufiger Büchereiausweis? Ah, lass mal sehen. Pirat. Solche Kerle bedienen wir hier nicht. Wirklich? Du bist ja einfach auf dem Arm zu nehmen. Dann ist gut. Willst du jetzt einen Drink? Den könnte ich wirklich gebrauchen. Such dir was aus, was du willst. Was gibt's denn? Nun, wir haben einige besondere Spezialitäten hier in der blutigen Lippe. Zum Beispiel Dr. Barts Liebling, blutiger Stumpf und Blauwal Deluxe. Okay. Ja. Dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal den Dr. Barts Liebling. Nun kannst du ja versuchen, aber ob ich einen Dotterbart, ob die davon einen Dotterbart wechseln, er hat immer so doofe Witze drauf, also geben Sie mir nur den Drink bitte. Hey, ich muss die dummen Witze reißen, Vorschrift von der Gewerkschaft, ja das ist richtig. Das macht ein Jollstück. Okay, hier kommt er schon. Und hier ist der Superstrohhalm. Jeder neue Kunde der blutigen Lippe kriegt einen. Ah, klasse, das ist gut. So. Okay, dann haben wir jetzt den Drink. Nette Kneipe. Na dann, bis bald. Jetzt können wir... Ja, jetzt können wir damit eigentlich den Spuckwettbewerb machen. Oder Moment, wie war das nochmal? Einen Drink haben wir schon. Nee, wir brauchen noch einen Drink, weil die Spucke ist ja grün. Das haben wir am Anfang gesehen. Und wir müssen aus zwei Drinks... Was gibt denn die Farbe grün? Gelb und... Ne, ihr hat, kennt es alles aus dem Kunstunterricht. Entschuldigung. Farbenlehre. Ja, Junge. Barkeeper, einen Drink. Such dir einen aus. Was willst du? Wir brauchen natürlich noch einen blauen. Blauwal. Mixen Sie mir einen Blauwal Deluxe. Sorry, klappt nicht. Der Mixer ist nicht groß genug. Ja, tolle Witze. Ja, aber mal im Ernst. Das macht ein Goldstück. Okay. Hier kommt er angespült. So, okay, das war's. Wir brauchen nämlich nur einen Blau, weil Gelb und Blau gibt Grün. Nette Kneipe. Dann bis bald. Das war schon mal gut. So. Wenn wir die beiden jetzt nämlich mixen, dann haben wir einen grünen Drink. Und das ist dann Spuckfarben. Das fällt dann nicht auf. Wir müssen nämlich noch beim Spuckwettbewerb mitmachen. So, und den Affen hier, den nehmen wir uns nämlich auch direkt mit. Jo. Nutze Banane mit Metronom. Zack. Und da wird der hypnotisiert. Hey, was machst du mit meinem Klavierspieler? Okay, nimm mit den Affen. Zack, schwupps. Geh nur und nimm meine einzige Unterhaltung weg. Glaub ja nicht, dass ich mich bedanke. Okay, nee, brauchen wir nicht. Hey, nur für Angestellte. Achso, ja, angestellt sind wir ja nicht mehr. Wir haben ja uns unerlaubt vom Arbeitsplatz entfernt und sind dadurch fristlos gekündigt worden. Das ist natürlich schlimm, aber naja, eigentlich auch nicht so schlimm. So, okay. Also den grünen Spuckdrink haben wir. Wir haben den Klempneraffen. Den hypnotisierten Affen. Wir werden gleich noch sehen, wofür wir den benutzen. Na, wo geht's hin? Zum Weg. Und jetzt gehen wir aber erstmal auf den Friedhof. Wir müssen jetzt jemanden suchen. Und zwar haben wir ja erfahren, dass der Rapscallion hier begraben ist und bei einem Würstchenunfall ums Leben gekommen ist. So, wo sind sie denn? Ich weiß nicht, hier müsste doch die... Die Quagmires, betreten verboten. Family Guy, ja, wer kennt's. Stans gemütliche Gruft, hier lassen sie ihre sterbliche Hülle und ihr ganzes Geld. Ja, hier, genau, okay, das ist es nämlich, die Gruft ist es. Zack. Wir müssen nämlich jetzt hier mal rein und dann müssen wir gucken. Auf den Särgen sind nämlich die Sprüche von den Piraten drauf gedruckt. Schaue Sarg. Hier steht ein Zitat. Küss mich, ich hab's Skorbut.
Was hat denn Skillion nochmal gesagt? Skillion nochmal gesagt. Veilchen sind blau, Rosen sind rot. Wir entern euch und ihr seid bald tot. Ne, das war er auch nicht. Der hat doch irgendwas gesagt. Was hat er denn nochmal gesagt? Müssen wir uns nochmal die Zitate nochmal angucken, Freunde. Also, Aussprüche bekannter Piraten. Glück ist eine warme Seekuh. Old Skunk Eye, mein Favorit. Küss mich, ich hab Skorbut. Commander Buttonhead. Ark. Barney Goat. Vielleicht sind wir blau und Rosen sind rot. Entern euch jetzt, dann seid ihr tot. Fester Leech. Und jetzt kommt, was hat... Mundwasser, wir brauchen kein stinkendes Mundwasser. Das hat Rapscallion gesagt, genau. Wo ist er denn? Ist er das hier? Ja, das ist Ark. Glück ist eine warme Seekuh, den finde ich persönlich am schönsten, den Spruch. Ne? Klingt irgendwie... Mundwasser, wir brauchen kein stinkendes Mundwasser. Hier ist doch unser Kumpel. Zack. Ist nur ein bisschen Asche. Nehmen wir uns mal was mit. Die brauchen wir nämlich jetzt gleich. Ja, es ist alles etwas kompliziert. Wir müssen nämlich uns jetzt erstmal wieder zur Voodoo Lady begeben. Die muss uns nämlich einen Ash to Life Mix machen irgendwie, damit wir den zum Leben erwecken können. So. Ab in den Sumpf. Ja, so, ach, der Sumpf. Ja, da waren wir schon lange nicht mehr gewesen. Jetzt gehen wir wieder hier in den Sarg und rudern ein bisschen wie wild durch die Gegend, durch die sumpfige Landschaft Flussdeltas da. Ne? Ja, also heute schaffen wir das Spiel bestimmt nicht. Wird nächste Woche garantiert noch einen Teil geben. Wir haben noch so viel vor. Okay, aber ich halte die immer so um eine Stunde, die Teile hier. Das ist eigentlich am besten. Da kann man mal machen, ne? So. Ups. Sind wir wieder bei der Voodoo Lady. So, da sind wir. Und wir brauchen nämlich hier irgendwo musste das Leben zu Asche. Asche zu Leben sein. Da ist es. Ich hatte es gerade gehabt. Wo ist es? Asche zu Leben. Da ist es. Das nehmen wir. Asche zu Leben. Gegen frühzeitige Kremation. So, das hätte ich mal gerne. Hey, das ist nur ein Vorfilmmodell. Ich habe das echte hier hinten. Das ist einer meiner mächtigsten Zauber. Er erweckt die Toten zum Leben. Oh Gott, ich dachte, das wäre der Kaffee vom Kollegen früher gewesen. Ich nehme es. Da gibt es einige Komplikationen. Es funktioniert nur auf Asche und die Wiederbelebung ist auch nur von kurzer Dauer. Außerdem brauche ich eine Probe der Asche des Verblichenen, um die Rezeptur zu verenden. Ich habe die Asche von so jemandem hier bei mir. Bring sie mal her. Nun gibt es nur noch ein kleines Problem. Ich habe das Rezept vergessen. Was? Es ist so lange her. Und ich habe das Kochbuch nicht mehr. Ich habe ein Buch über Voodoo. Ich habe ein Buch über Voodoo-Rezepte. Prima. Wie viel Krabben-Scalps soll man nehmen? 13. Gut. Das dachte ich. Ich hatte hier versuchsweise etwas angerührt. So, danke. Denk daran, nur ein ganz klein wenig. Okay, jetzt haben wir das Zeug, ne? So, okay. Oh, meine Zunge wird langsam etwas trocken. Ich muss gleich mal ein Schlückchen nehmen. Ist doch viel zu lesen hier in dem Spielchen. Ja gut, ruder mal, Guybrush. Ah, so, gut. Kleines Schlückchen. Ja. So, da sind wir schon wieder. Rudere zur Küste. So, okay, ab zum Friedhof, ne? Jetzt sehen wir mal hier den Skellion besuchen, den armen Schelm. Der bei einem schweren Unfall in seiner Würstchenbude leider ums Leben gekommen ist. Schlimm. So, benutze Asche zu Leben auf Asche. Wie? Magic. So. Blubub, da ist er schon. Uff, das war knapp. Wenn ich nicht diese flammensichere Schürze gehabt hätte, wäre ich jetzt tot. Du bist tot, Rap. Was? Ja, ich will's. Du bist abgeritten zu den Ahnen. Ich bin tot.
Man will es ja nett sagen, ne? Kalt wie das Mittagessen von gestern. Aber ich bin noch nicht bereit zu sterben. Meine Seele hat noch keinen Frieden gefunden. Da ist noch etwas, bevor ich diese Welt verlassen kann. Rasch noch Krieg und Frieden zu Ende lesen. Nein. Ich habe nur dieses komische Gefühl, dass ich das Gas am Gasherd angelassen habe. Das macht mich verrückt. Das Gefühl kenne ich. Ich schaue gerne für dich nach, Rap. Nach dem Gas. Danke, hier ist der Schlüssel. Aha. Lup, weg war er wieder. Ja, okay. Also wir müssen jetzt für den Rap mal checken gehen, ob er das Gas zu Hause angelassen hat, ne? Küss mich, hab's gut. Kann man das eigentlich auch öffnen, den Sarg? Nee, ich glaube nicht, dass mir das da drin weiterhilft. Nee, wir mussten nur den Sarg vom Rap finden. So, also, aber wir müssen jetzt erstmal in seiner Würstchenbude gucken gehen, ob er das Gas angelassen hat. So, die ist nämlich hier am Strand. Wir haben ja am Anfang gesehen, da waren 20 Würstchen 20 Meter weiter rechts. Und er stand da auf dem Schild. Und dann ist die Butze da hinten, der abgebrochene Leuchtturm. Ja, wir müssen gucken, ob das Gas an ist. Hier steht dran, heiße Würstchen 20 Meter, genau. So, jetzt haben wir wieder noch einen Schlüssel. Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Zack, er hat das Gas angelassen. So, schließe, Regler. Flups. So klappt das nicht, was denn? Rede, nee, ziehe, drücke, Regler. Ah, okay, alles klar. Ja. Das Gas war an, hier ist sonst nichts zu holen. Hier, Schaufässer, ne? Die sind leer. Ich kann den Senf immer noch riechen. Ja, herrlich. So, okay, das war's dann. Ja, also der arme Rap hat das Gas angelassen. Gut, dass wir nach 50 Jahren auch nochmal nachgeguckt haben. So. Rapscallion. Okay, dann gehen wir wieder zum Friedhof. Ich weiß nicht, früher hatten wir das, glaube ich, immer zuerst, das erste Kartenstück immer beim Rapscallion geholt. Das war immer so das erste, was wir gemacht haben, glaube ich. Kann das sein? Ja. Also egal. So, benutze auf Sarg. Asche zu Leben auf Sarg. Jetzt müssen wir ihn nochmal wiederbeleben. Jupp, da kommt er wieder. So. Und? Du hattest recht, das Gas war an. Ich habe es abgedreht. Danke. Ich glaube, da wo ich jetzt hingehe, brauche ich diese Karte nicht mehr. Oh wei, da ist die Karte. Danke. Jetzt kann ich endlich im Schoß der Erde ruhen. Wie ein heißer Wiener in einem weichen, frischen Hotdogbrötchen. Ah. Ja. Jetzt habe ich zwei Kartenstücke. Okay. So, das war der Rap. Jetzt machen wir den Sarg wieder zu. So, Rap, mach's gut. Danke, Kumpel, und Ruhe in Frieden. So, zwei Kartenstücke. Da ist das Kreuz. Da müssen wir hin. Ah, herrlich. So, tja. Wer hätte das gedacht? So, okay. Hier war noch irgendwas. Können wir von hier aus direkt auf eine andere Insel starten? Ne, können wir leider nicht. Wir müssen immer erst zu Captain Dredd persönlich latschen. Okay. Dann Dredds Schiff. Jetzt geht's weiter. Das Abenteuer geht weiter. Zwei Kartenstücke haben wir jetzt. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wo willst du hin, Mann? Läuft ja. Ah, nochmal. Und wieder mal. Gerade gedacht, Chuck, Sir, ich wollte nur mitteilen, dass wir mit dem Bau der neuen Folterkammer fertig sind. Sehr gut. Hast du sonst noch etwas zu berichten? Nein. Nun, doch noch eine Kleinigkeit. Hat es etwas mit Geibreis Gefangennahme zu tun? Nun, irgendwie schon. Oh, hast du zugelassen, dass er das zweite Kartenstück findet, oder wie? Du Narr. Bereite dein Schiff vor und segle ihm nach.
Finde ihn oder sterb. So, okay. Ja, der arme Lago, der wird jetzt hier ziemlich unter Druck gesetzt, ne? Naja, okay, was soll man machen? Ja, wo kriegen wir das nächste Kartenstück her? Auf Fat Island. Na, lass mal gucken. Lass uns mal. Ja. So. Ja, wir müssen jetzt erstmal. Erstmal müssen wir nach dem Wasserfall gehen. So. Da ist nämlich ein toller Wasserfall hier. Auch schön gemacht. Toll animiert. Tolle Soundeffekte. Sehr fotogen. Das war damals, da wurde fotogen noch PH mit PH geschrieben. Ne? Das Foto, P-H-O-T-O. Heute wird es anders geschrieben mit F. Ne? Benutze. So, jetzt können wir nämlich hier den Affen, der steif wie eine Rohrzange ist, können wir mit der Pumpe benutzen, können den Wasserfall mal abdrehen. Dafür ist der gute Mojo gut. Jetzt richtig einstellen ein bisschen hier. Klack, 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 klack. Wer kennt das nicht? Ne? So, tada! Und quietsch, quietsch, quietsch. So. Fertig. Gut. Ja, wie ihr seht, der Wasserfall ist abgestellt. Und hier ist ein großes Loch. Ein neu entdecktes großes Loch. Da müssen wir mal rein. Komisch. Sieht ja komisch hier aus. Mit Rohren und so. So ein Versorgungstunnel. Ja. Dann gehen wir mal durch, ne? Lass uns mal gucken, was wir hier finden auf der anderen Seite. Aha, da sind wir jetzt auf der kleinen Insel. Und da oben gehen wir mal zu dem Häuschen. Da wohnt nämlich der, wie hieß es? Der erste Maat, glaube ich, hat da gewohnt. Ist auch hier. Also erstmal Fenster öffnen. Zack, ist klemmt. Gut, dann das andere bitte. Das geht. So, dann gehen wir mal rein. Hier wohnt nämlich jemand jetzt. Da ist er auch schon. Was willst du? So, was machen wir denn hier zu Hause anwesend? Ich suche eine Karte. Ich wusste es. Hör zu, Knabe. Ich habe die Schnauze voll von euch. Möchte gern Schatz suchen. Ich habe dieses Haus erst vor 2 Monaten geerbt. Und jeden Tag klopft immer einer wieder an und sagt, hier, haben Sie zufällig einen Schatz? Warum könnt ihr einen einfachen Piraten im Rentenalter nicht zufrieden lassen? Man soll ja höflich sein. Ich fasse auch nichts an. Nein. Bitte. Ich sagte nein. Bitte, bitte. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur mal 1 Minute herein. Ich will nicht mehr belästigt werden. Okay, dann. Ich bin Gabriel Freeboot. Stirb. Also, kämpfen willst du, ja? Ein Schwertkampf ist was für Feiglinge und Muttersöhnchen. Oh, sie geben schon auf? Das war ja viel einfacher als im ersten Teil. Ich habe eine bessere Lösung für solche Probleme. Echte Piraten klären solche Fragen mit einem Trinkwettbewerb. Trinkwettbewerb? Komm rein. Ich bereite alles vor. So, okay. Das ist mein Spezialgrog. Er ist nur für die Wettbewerbe. Doppelt so viel Alkohol und Kalorien. Oh, klingt gut. Ich hasse es, Sachen zu verschwenden. Hier ist ein Drink. Was ich bisher hörte, hat noch niemand diesen Grog getrunken, ohne sich schwach zu fühlen. Sicher, dass du nicht aussteigen willst? Nein, danke. Ich komme zurecht. Du trinkst zuerst. Oh wei. Jetzt wird's spannend. Paff. Ja, der war wirklich stark. War ein guter Grog. Nicht schlecht, wa? Ups, Neulinge. So, da liegt der arme Guybrush jetzt am Strand und ist besoffen. Ja, Rulps. Hat Sodbrennen gekriegt von dem armen, der arme Kerl. So, okay, aber das lässt uns ja nicht schrecken. Oh, mein Kopf. Wir gehen jetzt nochmal da hoch und jetzt werden wir mal einen kleinen Trick anwenden. Werden wir mal schauen. So.
Erstmal gehen wir wieder rein. Ach, wieder hier, wie? Okay, bringen wir es zu Ende. Komm rein. Ich bereite alles vor. So, okay, pass mal auf, wir müssen nämlich jetzt Folgendes machen. Das ist mein Spezialgebrauch, nur für die Wettbewerbe. Doppelt so viel Alkohol und doppelt so viel Kalorien. Ja, das haben wir schon, das wissen wir, ne? Ich hasse es, Sachen zu verschwenden. Hier ist dein Drink. So, pass mal auf. Was ich bisher hörte, ja, jetzt pass mal auf. Jetzt nehmen wir den Drink und kippen den nämlich mal hier in den kaputten Baum rein. Dann benutzen wir den Grog mit dem beinahe herum. Zack. Bist du sicher, dass du nicht aussteigen willst? Jetzt haben wir den ersten natürlich ein bisschen geschummelt. Nein, danke. Ich bin ein Profi. Du trinkst zuerst. Ja, pass mal auf, was jetzt passiert. Gluck, 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 gluck. Na, tada! So, jetzt bist du dran. Nun bist du dran. Oh. Oh, der zieht auch alles weg. War doch zu stark. Ups. Ja, er ist nicht tot, keine Sorge. Der ist jetzt nur etwas betrunken. Da kennen wir alle. Ja, wir können ihn noch nicht mal mehr anklicken. Naja, ist auch nicht schlimm. So, okay. Jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir den Spiegel hier reinhängen. Wir müssen jetzt noch ein paar Sachen machen. So. Und das Fernrohr. Das benutzen wir. Wo ist es? Habe ich es? Na? Ja, wo haben wir es? Da ist es. So, Teleskop mit Statue. Das müssen wir der Statue nämlich in die Hand geben. Zack. Und dann zeigt uns ein Lichtstrahl, nämlich wo wir drücken müssen, um die Geheimtür zu aktivieren und in den Keller dieses Häuschens zu kommen. Ja, er hat das geerbt, ist also Vorfahre eines berühmten Piraten gewesen, ne? Vorfahre von Commander Buttonhead. Ne, wir warten nochmal so. Okay, jetzt muss ich mal drücke. Stein. Flups. Hua! Weg war er. Zack. Und da sind wir nämlich runter. Hier ist nämlich eine Rutsche. Die ist dann irgendwie, kann man auch umstellen, kann man die, ne? Aber erstmal nehmen wir das Kartenstück. Zack. Das macht drei Kartenstücke. Fehlt nur noch eins. Ja, Guybrush, du alter Schlingel. Die Rutsche kann man nämlich auch drücken. Zack, dann geht die nach dahin. Dann fliegt man nämlich hier aus dem Loch raus. Zack. Ja, wie ihr seht, wir haben das dritte Kartenstück. Jetzt fehlt uns nur noch das letzte. Und das holen wir uns jetzt natürlich auch noch. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Wo war das letzte Kartenstück nochmal? Lasst mich mal überlegen. Boah. Das letzte Kartenstück. Ja. Das liegt nämlich im. Das liegt ja im Geschenkeshop von Booty Island. Okay, jetzt habe ich es wieder. Alles klar. Wo willst du hin, Mann? Ja, wir müssen nach Booty Island. Ganz klar. Dahin. Oh wei. Tief in hatten wir das nicht gerade schon mal? Ja, das ist natürlich jetzt nicht so schön. Den armen Lago. Lago! Sie haben mich gerufen. Stimmt das, dass Guybrush das dritte Kartenstück gefunden hat? Ja, Sir. Ich war gerade dabei. Warum hast du es mir nicht selber gesagt? Nun, ich wollte erst ganz sicher sein, dass er wirklich. Lago, du warst viele Jahre meine treue rechte Hand. Aber ich lasse dich an deinem eigenen Darm aufknüpfen, wenn du mir nicht Guybrush bringst, bevor er diesen Schatz findet. Aha, das ist nämlich hier, ja. Jetzt wird's interessant. Wir müssen nämlich jetzt erstmal, wenn wir das Nebelhorn benutzen, dann schießt er die Kanone ab, ne? Ja. Das war so, ne? So war das. Das klingt wie das Postboot. Ich feuere die Kanone. Hadauts. Das sollte es gewesen sein. Ja, natürlich ist das kein Postboot zu sehen. Dann kommt nämlich hier, ja, der Spukmeister, der kommt nämlich dann. Ah, wo ist das Postboot?
Ich dachte, ich hätte es gehört. Na, ich verstehe. Falscher Alarm. Dann kommt nämlich dieser Spuckmeister. Den müssen wir nämlich damit ablenken. Okay. Oh, so, okay. Jetzt ist hier der Spuckwert. Stell dich an die Linie. So, zack. Ich werde es versuchen. Ein Freiwilliger. Also Leute, schön ruhig bleiben. Dieser Junge macht einen guten Eindruck. Wie ist dein Name, Junge? Ist ganz klar. Spuckus Maximus der Dritte. Der Spuckige. Max Spuck in die Luft. Der Maximalspucker. Spucklos. Okay, jetzt müssen wir uns hier auf das Spucken vorbereiten. Man muss das in der richtigen Reihenfolge machen. Dann kann man es schaffen. Also zweimal, dreimal so, einmal so, nochmal so und spucken. Ja, das war gar nichts. Fehlschuss, Fehlschuss. Alles in Deckung. Vielleicht ein wenig zum Maximal hier. Aber einen kleinen Applaus, Leute. Okay. Er hat es ja versucht. So, jetzt müssen wir nämlich da, so. Das kann sogar ein Kind, so. Ich. Spuckus Maximus ist wieder da. Okay. Und das haben wir falsch gemacht. Wie war das? Spuck los. So, nochmal einmal hier, einmal da, zweimal hier, dies und Spuck. Zack. Hey, er hat trainiert. Das reicht nicht mal zur Qualifikation. Aber ich glaube, das verdient einen kleinen Applaus. Zu schade, nur für den ersten Platz gibt es einen Preis. Aha, das ist gut. Viel Glück beim nächsten Mal. So. Ah, nur für den ersten Platz. Also, wie steht es mit dem Rest von euch? Dann werden wir jetzt mal unsere Geheimwaffe benutzen, das Nebelhorn. Padauzu. Jetzt können wir hier die Fähnchen tauschen. So. Schummeln, wo alle zusehen. Falscher Alarm. Okay, nee. Sagte ich schon, wie war das nochmal? Oder müssen wir erst hier den grünen Drink benutzen? Junge, das Zeug macht meine Spucke dick. Ich. So. Spuckus Maximus ist wieder da. So. Spuck los. Schluff, schluff. Der macht ja Geräusche. Fauts. Hey, er hat trainiert. Sieht aus wie der dritte Platz. Ah, der dritte Platz. Ja, wir müssen uns langsam rantasten. Ich glaube, das verdient einen kleinen Applaus. So. Ich glaube, jetzt können wir das machen mit dem Fähnchentausch, oder? Ich nutze nochmal das Nebelhorn. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Ja, ich glaube, jetzt können wir die Fähnchen vertauschen. Es wird ein bisschen gefutelt, aber macht nichts. Nimm Fähnchen. Die erste Flagge müssen wir nehmen. Zack. Zack, zack. Ja, seht ihr, der Geibrasch ist nicht doof. So, okay. Falscher Alarm. So, und jetzt müssen wir nochmal uns melden hier. Ich. Genau. Spuckus Maximus ist wieder da. Spuck los. Und wir müssen warten, bis das Fähnchen hier, genau, bis das Fähnchen da im Wind. Ja, los, toll. Na, war falsch. Was ist das? Eine überraschende Steigerung der Leistung. Sieht wie der zweite Platz aus. Nee, das war jetzt natürlich Kappes. Jetzt müssen wir nochmal. Die hat mich abgelenkt. Die hat gesagt, spuck los und dann habe ich losgespuckt. Wir müssen nämlich an dem Gürtel, da ist so ein, dieser Gürtel, der weht im Wind und wir müssen dann mit dem Rückenwind müssen wir spucken. So, nochmal. Gleich haben wir keine Sorge, Leute. Freiwillige! So, nochmal einen Zug. Rock, Junge. Das Zeug macht die Spucke schön dick. Ich. So. Spuckus Maximus. Und jetzt werden wir mal schauen. Spuck los. Jetzt warten wir aber, bis da hinten das Fähnchen geht. So, ja. Gut vorbereitet. Und jetzt abwarten. Na komm. Abwarten. Ruhig. Freunde. Jetzt! Paff! Da, er hat den ersten Platz geschafft. Das war wirklich atemberaubend. Sportfans, wir haben hier eine unglaubliche Leistung gesehen. Ich darf Ihnen persönlich gratulieren und diese Erinnerungsplakette überreichen.
Nun weiter, so, nur weiter so, Spukus. Also, einen kleinen Applaus. Natürlich haben wir noch mehr Preise für den Rest von euch. Also, wer kommt als Nächster? So, jetzt haben wir nämlich die Spuckplakette gewonnen. Und die verkloppen wir jetzt hier im Giftshop, da im Andenkenladen. Die kriegt der Mattes jetzt da, der Verkäufer, kriegt die angedreht von uns. So, jetzt geben wir die dem mal hier. Gib Plakette an. Wie viel geben Sie für diese Plakette? Kein Interesse. Jetzt müssen wir sie erstmal interessant machen. Was soll das heißen? Die ist unendlich wertvoll. Für ein Stück Spucke auf einer Planke? Das ist nicht irgendein Stück Spucke. Ach ja? Was ist denn so Besonderes daran? Die Spucke ist von dem Mann, der LeChuck getötet hat. Wirklich? Das steigert den Wert natürlich enorm. Irgendwie mag ich Bronze. Und ich gebe dir 6000 Goldstücke dafür. Das ist ja ein kleiner Zufall, denn wir brauchen 6000 Goldstücke, um das Schiff von Kate Capsize zu chartern. Tja, die haben wir jetzt. Gut, hat geklappt. Wunderbar. Ja, auf zu Kate Capsize. Einfach ausprobieren. So, jetzt gucken wir nochmal schnell. Berühmte Untergänge, ne? Die Mad Monkey, 40 Nord, 87 West. Bitte merken, Freunde. Und jetzt geht's los. Ich hätte Interesse, ein Schiff zu chartern. Prima. Wie ich schon sagte, das kostet 6000 Goldstücke. Okay, ich zahle die 6000 Goldstücke. Na locker, wer hat's denn nicht, ne? Du hast soeben ein Schiff gechartert. Bereit zum Auslaufen? Ja, los geht's. Ja, ich will Meeresluft schnuppern. So. Hast du eine Route geplant? Ich kann sie dir auf dieser Karte von Captain Dread zeigen. So, okay, jetzt müssen wir... Ah, 87 sind wir schon richtig. Wo ist denn 40? Ach, 40? Nee, nicht nach unten. Ach, Wally, wie war das mit den Längen und den Breitengraden nochmal? So, da müssen wir hin. Nun, hier sind wir. Was jetzt? Ich habe schon eine Kaffeetasse gesehen, die größer ist. Können wir weitermachen? Aber wir ärgern die Kate jetzt ein bisschen. Pass mal auf. Ich habe schon Schiffe in Flaschen gesehen, die größer waren. Ich tauche mal und suche nach der Galeone. Sicher? Bist du sicher, dass du schwimmen kannst? Hey, ich kann meine Luft 10 Minuten lang anhalten. So, platsch und weg ist Guybrush. So, jetzt geht's ab in die Tiefsee, Freunde. Das wird nochmal spannend jetzt. So. Ja. Ach, schön. Die Fische, das sind Skalare und Makrelen. Und da ein Tintenfisch. Toll. Und ein Kugelfisch habe ich auch gesehen. Also hier erlebt man richtig was. Ja, da ist er ja schon. Wir haben das Wrack der Mad Monkey gefunden. Zack. So. Und jetzt können wir uns hier den Affenkopf der Mad Monkey nehmen. Na, Klabums. Und den stecken wir auch in die Jacke. Der ist ja nicht so groß. Ja, dann haben wir schon alles, was wir brauchen. Weil diesen Affenkopf, den können wir jetzt handeln. So. Sieht aus wie Kates Anker. Tada! Und aufwärts geht's. Tja, Freunde, das war einfacher. Ich habe den Affenkopf. Auf, zurück nach Booty Island. Das war einfacher als gedacht. Nun, ich gratuliere zu deinem Fund, Guybrush. Sag allen deinen Freunden, was du mit Captain Capsize erlebt hast. Ja, bestimmt. Ach komm, wir machen keine Werbung. Wir sehen uns sicherlich mal wieder. Vielleicht, mach's gut, Kate. So, okay. Nerv nicht. So, und jetzt können wir den Affenkopf nämlich eintauschen. Und zwar gegen das Kartenstück. So, rede mit Antiquitätenhändler. Wie viel kostet das Kartenstück? Dieses Kartenstück ist ein echtes Pergament aus dem vorigen Jahrhundert. Sowas macht man heute nicht mehr. Ja, aber wie viel kostet es? So etwas 6 Millionen Goldstücke. Das sprengt den Rahmen meines Budgets etwas. Nun, ich habe ein paar preiswertere Fälschungen. Nein, danke.
Ja, ich muss weitergehen. Ich muss jetzt gehen. Dann geben wir ihm jetzt den Affenschädel hier. So, Roms. Die Galionsfigur der Mad Monkey. Normalerweise würde ich 6 Millionen Goldstücke dafür zahlen. Aber ich habe zurzeit nicht so viel Bargeld. Ich gebe dir dieses Stück der Big Whoop-Karte dafür. Na gut, ich nehme das Stück der Karte. Es gehört dir. Hä, jetzt haben wir alle Kartenstücke. Da ist's. Schnell, merkt euch die Insel. Wo ist das? Ja. So, okay. Wer kann die Karte zusammenbasteln? Wir kennen einen Kartenmacher, ganz klar. Wo willst du hin, Mann? Ganz klar, wir wollen nach Scap Island. Wir müssen jetzt natürlich. Oh wei. Gehen. Jetzt wird's nochmal kritisch hier. LeChuck, Sir. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte ist, dass Guybrush das letzte Kartenstück gefunden hat. Die gute Nachricht ist, dass ich einen Plan habe, der nicht fehlschlagen kann. Er muss diese Karte zu dem Kartenzeichner bringen, um sie zu entziffern. Ich fange ihn ab, bevor er dort ankommt. Wenn das wieder nicht klappt. Es wird klappen, eure Voodoo-Lordschaft. Okay, also der Lago plant uns jetzt abzufangen. Da sind wir ja mal gespannt. Erstmal nach der Wolli gehen. Wo ist er denn? Der kleine Pirat. Der schwer bewaffnete Pirat. So. Da ist er. So, jetzt geben wir ihm mal die Kartenstücke. Gib Kartenstück an Wolli. Was ist das? Eine Karte? Sieht aus wie ein Teil einer Karte. Ich habe den Rest gleich hier bei mir. Sehr interessant. Kannst du daraus eine echte Karte machen? Eine Karte machen? Ich mache das, wenn du mir einen Gefallen tust. Geh doch zum Markt des Mojos und frag die Wahrsagerin nach meinem Liebestrank. Okay. Ich bin hier wahrscheinlich fertig, wenn du wiederkommst. Aha, okay. Ja, also, der Wally macht das natürlich nicht umsonst. Jetzt müssen wir wieder mal in den Sumpf gehen. Wer hätte das gedacht? Und, ja. Müssen wir nochmal nach der Voodoo-Lady latschen. So. Ja, bis jetzt alles ganz easy hier in dem Adventure. Wir haben alles hingekriegt, ne? Wunderbar. Benutze Schild. Nee, das klappt so nicht. Benutze Sarg, genau. Den Sarg benutzen wir jetzt und fahren mal eine Runde durch den Swamp. So, ja, wir machen noch ein bisschen. Und wenn wir dann in der Festung von den Chuck sind, dann machen wir für heute Schluss. Ich glaube, wir sind noch schon fast eine Stunde dran. Das wäre dann ein guter Punkt, um einen kleinen Break zu machen. Da muss ich das hier alles noch schneiden, rendern und hochladen. Ne? Das dauert ja auch noch seine Zeit. Das ist auch noch harte Arbeit. So, okay. Jetzt müssen wir hier zur Voodoo Lady. Wieder da, Mr. Sweetfoot. Wolli schickt mich was abzuholen. Ah, okay. Sag ihm, er soll seinen Spaß haben, aber vorsichtig sein. Das ist ein mächtiges Zeug. Wir wollen doch nicht, dass sich der kleine Kerl verletzt. Halt! Ich spüre eine Veränderung in der Macht. Als ob eine kleine Stimme in Angst aufschreit und dann hastig eine Nachricht auf seinen Tisch schreibt. Ich glaube, Wolli hat Ärger und vermute, LeChuck steckt dahinter. Oh, ich gehe besser mal nachgucken. Okay, alles klar. So. Jetzt können wir mal gucken, was ist mit Wolli los, der arme kleine Schelm. Hat Lagola Grant zugeschlagen? Was ist da passiert? Lasst uns mal schauen gehen. Rudere. So. Markt des Mojos. Oh, steht eine Kiste. Was ist das denn? Hä? Schaue Kiste. An den Geist der Piraten LeChuck. Na, ist ein Zufall. CO LeChucks Trauminsel und Ferienlager. Inhalt verschiedenen Voodoo-Zubehör. Okay. Ja, was für ein Zufall, ne? Dass da dann gerade eine Kiste steht, die zum Piraten LeChuck geliefert werden soll. Ja, ein Schelm. Naja, okay, vielleicht ist den Programmierern da nichts Besseres eingefallen.
Was machen wir denn? Wie kommt der denn jetzt nach zum LeChuck? Ja, auch wir stellen einfach eine Kiste hin. So, da ist was. Wo ist der nur hin? Jemand hat hier hastig eine Nachricht hinterlassen. Hier steht nur LeChuck. Oh nein. LeChuck hat den Kartenzeichner gekidnappt. Armer Kerl. Hoppla, er hat auch noch meine Karte. Tja. Ja, was machen wir denn da bloß? Ja, nicht durch Zufall haben wir ja da eine Kiste gesehen. Ja, zufällig haben wir da eine Kiste gesehen. Aus Versehen haben wir da, sind wir da auf eine Kiste gestoßen, die an den Geisterpiraten der Chuck adressiert ist. Wie kann das bloß sein? Ja, und was machen wir damit? Ne, die ist natürlich auch groß genug. Das ist kein Standardpaket. Und hat wieder einsteigen können, ne? Ja, okay. Dann öffne Kiste und benutze Kiste. Schwupps, weg war er. Ich glaube, da drin bewegt sich was. So, hey Rich, könntest du hier etwas, ich könnte etwas Hilfe hier brauchen hier. Er sieht aus wieder wie eine Lieferung lebender Schlangen. Hört sich auch so an. Na dann, erstmal rauf auf die Ladefläche. Part 3. LeChucks Festung, LeChucks Fortress. Ah, traumhaft. So. Okay, jetzt kommen wir dahin. In der schmalen Kiste mit Voodoo-Zutaten, die für die nächsten 5 Tage und Nächte sein Zuhause ist, muss Guybrush Fledermauslungen und Aalblasen essen, um am Leben zu bleiben. Aha, okay. Da haben wir es geschafft. Schließlich werden Guybrush und der Rest der des schleimigen Inhalts an die Haustüre des grausamen Piraten der Karibik, egal ob lebend oder tot, geliefert, dem Geisterpiraten LeChuck. Ah! LeChucks Nachschub an Voodoo-Zutaten. Also normalerweise stellen wir hier draußen nicht mehr zu. Wollt ihr etwa ein Trinkgeld? Nun, wir dachten, weil... falsch gedacht. Der Chuck gibt keine Trinkgelder. Was für ein Geizkragen. Ja, okay. Jetzt sind wir in der Festung. Und ja, von der Zeit her passt das auch. Das ist gut. Ich hasse Schlangen. Von der Zeit her ist das gut, dann machen wir jetzt hier nämlich den Break und ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, Freunde, hier machen wir für heute Schluss, ne? Klasse, wir sind echt weit gekommen. Haben es zwar noch nicht ganz geschafft, aber dann haben wir für nächste Woche noch was. Das ist ganz gut. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Und ja, ich wünsche euch Glück und ein langes Leben. Macht's gut und vielleicht bis bald.